Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession hier von Let's Play New Pokémon Snap. Jawohl, wir erkunden heute eine neue Insel und ich habe mich dafür entschieden, dass wir zuerst in der Wüste weitermachen. Nach dem Dschungel kommt jetzt die Wüste, nach der Wüste dann Copia und dann wird es wahrscheinlich hier nach Volca weitergehen, also in den Vulkanteil von Volca. Genau, sengende Sandwüste in dieser weiten Wüste dient dem Pokémon eine kleine Oase als Ruheort. Wüste bei Tag, auf geht's! Wie gesagt, neue Umgebung. Da ist neue Fotos, neue Pokémon. Mal schauen, was hier in der Wüste so rumfliegt. Und rumläuft an Pokémons. Ein Pionskora macht den Anfang. Eine Oase, die Oase ist hier, oh mein Gott. Oh, Wolfog Tag von Wolfog Nacht von, wer wir da haben. Flemli! Schau mal, Flemli. Schau mal. Schau mal. Vier Fotos, das ist vollkommen wurscht. Die werden wir jetzt hier auch gleich verputtern, muss ich ehrlich sagen. Ein Foto auch noch. That's all your memory. But since it's your first time here, let's see it through. Ah, cool. Dass sich denn nachts irgendwas drin versteckt. Oh, das ist auch ein nices Foto, glaube ich. Super schön. Oder ja, das wird ein tolles Bild. So, damit ist die Tour das erste Mal beendet. Das sind
anfangs, für den Anfang schon mal richtig geile Bilder, muss man einfach sagen. Die Oase ist richtig schön. Hier wird immer noch so ein Open-World-Pokémon-Game wünschen, das wäre einfach so nice. So alle Regionen, die es einfach bisher mal gab, mit so einem Megaspiel packen. Dann gibt es den Leuten einfach immer ein Jahr Zeit und dann kommt eine neue Region dazu. Ja, das ist der Flemly. Ich sage, da haben wir schon ein 3-Sterne-Bild. Oh. Ah gut, hat den Apfel gegrillt. Das ist ein mega geiles Bild von Elisa. Schon 2 Sterne. Jawohl. Grifeldis. Ein 2-Sterne-Bild. Oh, da haben wir sogar schon 3 Sterne. Guck mal an. 5 Stück gleich davon. Wie es den Berg hinunterrollt. Vivillon. Ja, müssen wir auch mit dem Kristallblume. Okay, Rollrock Stufe 2. Hippoteros. Okay, kann ich hier auswählen. Schade. Machen wir mal weiter. Professor Mirrors Check, Wüste Tag. Das ist jetzt auch nicht so schwer, eine New Discovery rauszuholen, ne? Eine New Discovery. Statt ein Igel mit einem Haufen Punkte. Grifeldis fliegend. Tuska rollend. Poterus. Da hinten in der Ecke. So. Bis zum nächsten Level 30.000. Die müssten wir eigentlich locker geschafft haben. Nicht ganz. Wir müssen noch mal eine Runde. Aber gut, ist ja normal. Strecke neu starten. Auf geht's.
Hilft nicht. Hilft nicht. Achtung. So, das war. Ja, es ist ein bisschen anders. Da ist ein Knackleon da unten drin. Verdammt, der Axt. Mal schauen. Jetzt werden sowieso andere Pokémon kommen auf uns. Also, auf die wir treffen werden. Weil wir jetzt hier den höheren Forschungslevel haben. Pionskora. Haben wir schon Fotolevel 1, aber noch kein Fotolevel 2. Feldes Foto Level 1, jawohl, Elisa. Haben wir ein Foto Level 2. Tuska haben wir eins Level 3. Hey, passt schon. Vivillon. Hippoterus. Guck mal an. Haben wir sogar ins Level auf Level 2? Kristallblumen, können wir es jetzt nicht? Können wir noch nicht anklicken? Pinsir. Und Flemli. So, dann haben wir hier jetzt schon mal Level 2 erreicht in dieser Folge. Können wir
nächstes Mal Level 3 in Angriff nehmen und Level 2 in Angriff nehmen und nachts. Proteus. Wolverock. Pinsir. Auf geht's. Und damit haben wir Level 2 erreicht. Oh, da steigen wir mal weit. Ich würde sagen, da steigen wir mal weit. Zum Basiscamp, neue Erkundung. Jetzt bin ich gespannt, was er mir erzählen wird hier. So, die Kundenwüste läuft wirklich gut. Dann könnt ihr euch jetzt auch nachts dort umsehen. Bitte macht Fotos von Lumina-Phänomenen, damit ich die Lumina-Kurve für diese Insel entwickeln kann. Ah, deswegen brauchen wir sie nachts. So. Erkunden. Wie gesagt, wir sind immer noch hier in der Sandwüste. Haben wir jetzt erstmal Level 2. Bevor wir nachts machen, machen wir heute nochmal zweimal Level 2 bei Tag. Mindestens ist nur okay. Ach doch! Der Apfel klebt an ihn dran! Scheint nicht so Äpfel zu stehen, kann das sein? Nein, wirklich. Erwischt. So. Oh, da läuft hier ein schwarzes Hippotheros rum. Jo. Interesting. Ooh.
Godzilla. Geiler Scheiß. Hat sich dann versteckt, okay. Oh, guck mal an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Hallo, Onyx. I don't wanna die, I don't wanna die. That was your last photo, but let's press on this time, eh? Boom, Alter. Okay, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, machen wir nochmal die Tour gleich. Cranker-Shit. Die Tour machen wir gleich nochmal. Ich muss ja die Tour auch nochmal links rum machen. Also, wie gesagt, wir machen es nochmal rechts rum. Für Despota und Koka gehen. Vielleicht ein Level 3 Foto gewesen wäre, weißt du? Nee. Keine Chance. Tuska Level 3. Tuska Level 2. Und Level 1. Level 2 haben wir noch nicht. Der macht das da. Hippoterus. Schade, Despo da. Passt. So. Roll Tuska, Hippoterus. Das ist Desportal, Level 1. Stern 1. Wolverock. Richtig krasses Bild. Feldes. Onyx Level 3. Nur 3 Sterne Bild. So, dann machen wir dieselbe Route gleich nochmal. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir deutlich schneller auf Level 3 sein werden als sonst. Ja. Wir müssen die Tour noch zweimal machen. Wir haben nach diesem Ding schon Level 3.